Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, jetzt wollen wir hier nochmal ein paar Quests erledigen. Und ich jag den ersten bösen Offizier in die Luft. Eigentlich wollte ich die auf Supermutanten schießen, die jetzt nicht mehr draußen rumrennen. Ich soll doch hier sauber machen. Und dann ist hier nichts zum Saubermachen. Ich back wieder rum. Na, komm. Komm raus, lieber Floater. Hier gibt's Raketen umsonst. So, und da das noch nicht reichte, machen wir nochmal einen fetten... Oh, Mist. Einen fetten Obst. Ja, der ist immer nicht nachgeladen. Jetzt aber. Batz! So. Großes Knallpengbumm haben wir gemacht. Dann machen wir jetzt noch Knallpengbumm klein. Und dann passt das. Ach komm. Oh, ich verbrenne ich da drinnen doch alle. Zack. Ach, wer versteckt sich denn hier? Hier wird Rambo-mäßig durch die Gegend gelaufen. Oh, 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 Schatzkarte. Die muss sein. So, ab in den Keller. Na, na, na. Komm her, Wowie. Warum gibt ihr nur 30 EP? Was wart ihr denn jetzt für ein Level? Ich höre Zeug, das gar nicht da sein. Genau, du hörst immer das Zeug, was gar nicht da sein. Du sein Supermutant. Du sein Stärkster. Stärkster, Stärkster Supermutant. Guten Tag. Hier kommt die Freirüstung. So. Hat's questmäßig gezielt oder nicht? Das ist hier die Frage. Genau. Wir sind hier heute in der Talkshow. Es hat gezählt. Sehr gut. Nette Show. Laut den Sensoren wurden die Besetzer entfernt. Kommen Sie ab und zu vorbei. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge für Sie. So. Dann noch ein paar Käfer verbrennen. Der Kakerlake Feuer und den Hintern machen. Passt. So, oh, ich muss unbedingt schon wieder was essen. Und oh, ja, wir hatten ja eben eine kurze Pause. Ja, ich habe jetzt natürlich auch wieder kein Boni-Zeug drin. Muss ganz schnell nach Hause und Boni-Zeug holen. Maus, du träumst. Was träumst du so Schönes? Salade wird schon so lange brauchen. Okay. Das kann man träumen. Ja. Mein Traum ist es irgendwann keine Lange Lade, genau. So, aber was ich noch nicht gezeigt habe, wir haben ja jetzt auch wieder einen neuen Prospektron. Und ja, das ist jetzt das, was er eigentlich so Schönes drin sammelt. Also aufbereitetes Wasser, Red Away, Stimpaks, leuchtendes Hart, Tato, Darmpilz, Hirnpilz, Kürbissuppe, Fäulsuppe, verdorbenes Gemüse und vier Schlosserhammer. Na lecker. So, wo ist denn eigentlich mein Kleiner? Der bringt mir auch ein, zwei neue Sprüche. Aber ansonsten ist der eigentlich ganz schön neutral. Also ich glaube, das wird der denn für den LP. Tja. Ist neutral. Also, ich denke mal, der wird nicht so vielen Leuten auf die Nerven gehen, aber ich finde ihn gerade nicht. Was ist los? Was lachst du? Nee, doch, sag. So. Ja, du hast doch gerade von dem Kleinen gesprochen. Ja. Ja. Also, ich weiß, was du suchst. Was? Ja. Hätte auch was anderes heißen können. Hätte auch was anderes heißen können. Denkst du schon wieder versaut? Ja. Das erklärt einiges, aber diesmal steige ich leider nicht durch, welche Versautheit du jetzt gerade meinen könntest. So, dann machen wir hier aber trotzdem nochmal Sweetie.
Denn ich muss ja noch was klarstellen. Und bevor ich das wieder vergesse. Ja. Da wurde ich nämlich mit sanften Schlägen darauf hingewiesen. Nein, wurde nicht gehauen. Aber es geht quasi um den lieben Sweetwater. Ich hatte letztens Mausi ein bisschen damit aus dem Konzept gebracht und ich wurde höflich darauf hingewiesen, dass er nicht ehrliche Farben meint. Mensch, jetzt halt doch mal kurz den Rand. Also nicht ehrliche Farben, sondern erdige Farben. Ja, kann man mal sehen. Ich kann auch noch nicht mal mehr zuhören. Willkommen zu. Leider bin ich. Und damit hätten wir eigentlich auch wieder den Beweis, dass ich nicht immer recht habe. Ha, jetzt habe ich sie gegeben aus. In dem Sinne hast du ja dann wieder recht, ne? So ein Mist. Kommen Sie gerne wieder. So, dann haben wir das auch fertig. Bevor ich es vergesse. So, und jetzt, ich gehe jetzt mal zuerst zu nach Rusty, weil ich glaube, ich kriege sonst gleich zu viele legendäre Scheine zusammen. Bezüglich morgen, wenn ich dann gleich wieder Schrott reinschmeiß. Heißt Module kaufen. Hatte ich mir jetzt eigentlich Soße reingeschmissen? Ja. Die gute alte Soße. Ja, deine Mami stinkt. Nee, das tut sie nicht. Ich weiß aus verlässlicher... Deine Mama ist cool. Ich wollte gerade sagen, aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass sie sich duschen tut. Das ist mein Popo. Geht weg. Wieso soll ich deinen Popo schützen? Die haben gerade gesagt, schützt Mad Dog Malone. Habe ich gesagt, schützt meinen Popo. Also. Ich zuck mir die Nase. Du bist heute richtig so. Oh, voll auf Clinch. Voll süß. Warum ist das süß? Ich finde das süß. Wenn du manchmal so richtig schön auf Clinch bist, dann finde ich das süß. Okay. Weil du bist nicht so häufig auf Clinch. Nee, das stimmt. Aber heute irgendwie so richtig so... Ich bin jetzt wirklich am Überlegen, das so richtig rauszukitzeln. Warum? So einen richtigen Mausi aufs Raster noch in der letzten Folge zu ergattern. Ach nö, darauf habe ich jetzt keine Lust. So, dann machen wir jetzt hier nochmal ein paar Mailurks. Und schmeißen den Müll weg. Das ist gar nicht mein Müll, den ich wegschmeißen soll. Sondern den da hinten. Oh. Na. Jetzt habe ich aber dreimal kritisch den Panzer getroffen. So. Fass Nummer Uno. Dann gehe ich eine Runde schwimmen. Habe ich noch den Schwimmperk drinne? Nein. Da das heißt deine Schwimmflügel. Okay. Attacke! Runde baden! Hui! Einfach hui. Schwimmen. Einfach schwimmen. So, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Brustschwimmen. Kraulen wir hier einmal durchs Wasser. Willst du das Wasser kraulen, ja? Hm. In den Schlaf kraulen. Oh, schlaf, liebes Wasser, schlaf. Schlaf, Wasser, schlaf. Der Vater hüt die Schaf. Wie war das dann weiter? Mutter hüte Träumelein. Ich kenne eine andere Version. Oder Mutter schüttelt Bäumelein, herab fällt einem Träumelein. Und jetzt sind alle meine Zuschauer eingeschlafen. Sind sie vorher schon. Oha, oha, oha. Also ich schlafe bei deinen Folgen immer schön ein. Das sind Gute-Nacht-Folgen.
Ja, du! Hast du eine schöne Stöcke? Du schläfst ja auch ein, wenn ich denn hier auch noch am Aufnehmen bin. Dann schlafe ich besonders gut. Ja, ja, deswegen ja. Aber wenn ich hier mir einen Kaffee machen will noch abends oder so und nur ein bisschen mit den Tassen klimper. Oh, mach doch nicht so einen Krach, ich will hier schlafen. Also sonst brüllst du ins Mikro und ich schnarche das doch. Oder was? Ja. Ah. Du. Ja, du. Ich muss dir wirklich mal beibringen, dass du dann sagst, was willst du und wie viel kostet das, ja? Okay, was willst du und wie viel kostet das? Ballistische Fasern. Okay. Ausnahmsweise. Krass. Wirklich? Ja, kriegst du. Sogar vom LP-Char. Ich geb einen aus. Identifizierter Eindringling. Ich schmeiß nur kurz mein Giftmüll hier weg. Suche. Ich hab so viel Kohle. Du hast so viel Kohle? Ja. Ja, dann geh doch nicht ständig im Bergwerk arbeiten. Dann hast du auch nicht so viel Kohle. Da ist der Ghoul. Gut, dann wollen wir mal gucken. Bup. Was war das maximale Limit von Kronkorken? 30.000. Okay, dann bin ich fast am Limit. Dann solltest du langsam mal wirklich was kaufen. Geh nach White Spring runter und kauf dir da Baupläne ohne Ende. Ich weiß hundertprozentig, dass du da noch nicht alle Baupläne hast. Und jetzt klaue ich dir hier schon beim Schrottding wieder die Sachen. Ich krieg das echt nicht abgeschaltet. Kann man das abschließen? Ja, das kann man abschließen. Das sollte ich dann mal machen. Ja, dann kann ich da nicht mehr drauf zugreifen. Aber ich habe dir, glaube ich, jetzt atomaren Abfall geklaut. Da sind übrigens auch ballistische Fasern drin, ne? In deinem Robi. Echt? Mhm. Reichen dir 50 ballistische Fasern? Aber voll Knorke, ja, Mann. So, dann schmeiß ich dir da. Oh. Das einfach mal hier kurz hin. Machen wir's. Ich sollte auch unter Schrott gucken. Dann würde ich es auch finden. So. Bitteschön. Ausnahmsweise. Danke. Dein Beckett irritiert mich hier jedes Mal, ne? Wieso? Ja, ich weiß nicht. Der schleicht hier irgendwie so heimlich durch die Gegend. Warum kann ich hier die Sachen nicht reparieren? Jetzt. Ich mag das nicht, wenn Sachen kaputt sind. So. Muss wieder ganz sein. Irgendwo ist hier. Hier ist nochmal. Geh wieder ganz. So. Mach ich auch immer bei anderen Spielern. Repariere immer die Gärten. Schlimm. Schlimme Angewohnheit von mir. So, ich wollte weiter Questen machen. Questen? Aber eigentlich bräuchte ich noch ein Event und da ist Nacht voller Gewalt. Ah, ich gehe zur Nacht voller Gewalt. Die ist schon seit 5 Minuten da. Ich weiß. Und dann sagst du nichts. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ich komm mal mit. Ah, dann muss aber ordentlich um die Ecken schießen. Ich hab Sprengstoff bei. Hier spricht Dane Rogers. Dies ist ein automatischer Alarm. Eine unbekannte, gefährliche Kreatur wurde in der Nähe der Sons of Dane-Anlage gesichtet. Dieses Ding greift Bugs Kneipe jede Nacht an, wenn wir feiern. Wir nennen es den Nachtbirscher. Hat einige unserer besten Leute getötet. Oh, was legendäres. Pauli meint, dass es die laute Musik ist, die den Nachtbirscher wütend macht. Wenn wir richtig Lärm machen, können wir ihn also in den Mann, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, du blöder Ghoul. Wir wollen uns ja nicht von irgend so einem Vieh die Laune verderben lassen. Also haben wir vor, die Jukebox hochzudrehen und mit unseren Instrumenten so richtig einen drauf zu machen. Wir haben sogar ein paar kaputte Instrumente wieder angeschlossen. Ah, es ist schwer, mir nicht auf den Legendären zu schießen. Irgendwas an dem Getöse scheint diesen Penner so richtig auf die Peile zu bringen. An alle guten Jäger da draußen, kommt vorbei und helft uns, hat ihn hier gerade weggeschossen. Glaube ich. Weil er ist gerade weg. Nicht so schlimm. Da war doch noch ein Legendärer. Wo ist denn der jetzt hin? Der Lichtschirm.
ja? Ja, ich habe ihn gerade gelootet. Hoppala. Oh, ich habe nur noch 16 Granaten. Machst du Musikbockers an? Ja. Die Granaten. Ja, ich vergifte die Ghule. Na, komm, schmeiß Granate. Die hören sich so kacke an. Die hatte ja nur ein Pupsgeräusch. Ach, das sind diese Flauterkacke. Ja, das sind die Flautergranaten. Das ist ab und zu von den Brandbässen und ihr habt davon einfach zu viele. Oh Gott, wie sieht die an? Aber die haben nicht so einen guten Effektradius. Totaler Mist. Aber guck mal, ich hab noch andere. So, jetzt kommen die nächsten. Das Blöde ist, die kannst du auch nicht verkaufen. Ja, weiß. Leider. Aber komm, der Boden sieht bei dem Brennenden gut aus. Also, schön Lavaboden. Passt. Wir schmeißen Granaten, bis sie leer sind. So, ich muss schon zu den nächsten wechseln. Oh, der ging raus. Fröhlichen Granatendate. War meine letzte. Jetzt habe ich nur noch die hier, die ganz... Oh, Mist. Embrace Democracy. Fröhlichen Rückeroberungstag. Kabumm. Ja, noch 4 Granaten. Mit Bedacht einsetzen. Ne, den hättest du draußen schmeißen müssen, Maus. Den hat man jetzt gar nicht gesehen. Übrigens, das Ding ist im Eimer. So, draußen. Das, was du gerade geschmissen hast, ist, ein Feuerwerkskörper gewesen. Ach so. Davon solltest du nicht zu viele schmeißen. Einen muss ich noch, weil ich das nicht gesehen habe. Ah, okay. Jetzt verstanden? Ja. Das sind gute Granaten, keine schlechten. Achtung, heiße Kartoffel! So, jetzt habe ich gleich keine Muni mehr. Hey, ich sollte mal die lieber nehmen. Die liegt mit Fleisch rauchen. Ja. Gut, dass das in unserer Küche nicht so aussieht. So richtig schön fleischig. Den hat sie Beine zersägt. Death is a preferable alternative to communism.
Es gibt heute Gulasch-Eintopf. Gulasch. Wer möchte Gulasch? Wir möchten Gulasch. Jetzt habe ich Hunger auf Gulasch. Mausi, können wir heute Gulasch essen? Nein. Oh. Morgen? No. Übermorgen? No. Nächste Woche? No. Überhaupt irgendwann? Ja. Wann? Keine Ahnung. Denn wenn ich keinen Hunger mehr drauf habe, ne? Dann sagst du, guck mal hier, Schatz. Du wolltest doch Gulasch haben. Ist doch schon 20 Jahre her, aber egal. Am Sterbebett, weißt du. Du wolltest doch mal Gulasch haben. Aber dann wollte ich doch mein Schnitzel, wenn ich am Sterbebett liege. Maus. Oh, da ist was. Shit. Da war was gewesen. Ja, ich hab noch versucht wegzuziehen. Der ist aber noch nicht der. Okay. Einer noch. Einer noch, okay. Nice. Ich hab noch versucht wegzuziehen. Das hat aber nicht mehr geklappt. Hab ich wirklich. Hab Videobeweis. Ich hab noch versucht wegzuziehen, es hat aber nicht geklappt, jetzt ist sie schwanger. Das heißt rausziehen, nicht wegziehen. Ich hab da nur ein paar Zielübungen gemacht. Ein paar Zielübungen. Huch, was will der denn jetzt von mir hier oben? Hier oben, ist Sperr- ja, hier oben ist Sperrgebiet. Du kommst ja nicht rein. Genau. Ist das Ding schon wieder im Eimer? Nee, du hast es gerade repariert, ja. Ja, dann musst du es auch wieder aktivieren. Also klappt das nicht. Achso, und wenn er dann einen unerlaubten Eintritt hat, dann musst du dann sagen, wenn er gehen will, du kommst nicht raus. Du kommst nicht raus. Wow, hab ich mich jetzt erschrocken, du Mistvieh. Da ist man einen Moment. Ein bisschen. Oh, guck mal, der ist hingefallen. Ja, die fallen doch alle gerade hin. Die fliegen förmlich auf die Musik. Was ist denn da für eine Rockband, die da spielt? Ich muss mir die CD und das LP auch gleich dafür kaufen. Engaging with Chinese aggressors. Ich werde, wenn ich die ganzen Fleischhaufen sehe, ich werde wieder nie wieder nach Hause kommen. Mhm. Wieso ist das fehlgeschlagen? Ist das jetzt ernsthaft fehlgeschlagen? Das ist jetzt ernsthaft fehlgeschlagen. Lol. Der war aber an. Okay, krass. Bei mir war nämlich die Zeit festgepackt. Ich wusste nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch über hatten. Also keinen legendären am Ende. Tut mir leid, Maus. Passiert. Aber hier liegt legendäres dazwischen. Mitnehmen. Sammel. Bist du schon legendär genug? Nee, ich muss legendärer werden. Nee, also für mein Herz bist du schon legendär. Ja, da, aber ich muss ja auch im Spiel legendär sein. Kannst du nicht einfach mal ein Kompliment annehmen, ohne gleich ein Widerwort zu geben? Danke, Maus. Meine
Ich sag doch, Ende der Folge habe ich dich so weit, dass du zu Weißglück getrieben bist. Du bist scheiße. Ja, ich weiß. Das jetzt mag ich dich nicht mehr. Dass man Scheiße so hoch stapeln kann, das wusste ich auch noch nicht. Ja, 1,80 hoch, ne? Ja. Aber du bist kein Scheißehaufen. Bin ich denn wenigstens ein hübscher Scheißhaufen? Ach, du bist der hübscheste von allen. Juhu, ich bin ein hübscher Scheißhaufen. Ja! Mit riesengroßen, dicken Kulleraugen. Du kennst auch diese Aufklebaugen, ne? Ja. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. Kennst du den Scheiße-Emoji von WhatsApp? Ja, so. Genau so. Plus 1,80 Meter groß. Wenn du auch so plüschig bist, dann würde ich mit dir schmusen. Nee, ich bin schmierig und glitschig und schleimig, so wie Schlamm. Wie? Willst du immer noch mit mir schmusen? Stinkst du oder riechst du nach Rosen? Da ich ein stinkender Supermutant bin, müsste ich natürlich stinken. Na, das überlege ich mir nochmal. So, hab leergeräumt. Und wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Das heißt, wir machen jetzt hier natürlich einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.